Ja, so letzte, ich gebe ja immer wieder mal im russischen Fernsehen auch Interviews. Das hängt damit zusammen, dass ich ja, bevor ich in den Bundestag eingezogen bin, jahrelang Geschäftsführer war der russischen Tochtergesellschaften westlicher Konzerne. Da ist natürlich ein gewisses Netzwerk natürlich auch damals entstanden und habe eben auch Russisch gelernt. Und das hat dazu geführt, dass ich immer wieder mal so als Experte zu Rate gezogen werde im russischen Fernsehen, wenn es darum geht, deutsch-russische Themen zu kommentieren. In diesem Zusammenhang war ich eingeladen von Telekanal Svezda, das kann man vielleicht so vergleichen mit RTL, auf Deutschland bezogen, sollte ich eben die aktuelle Geschichte kommentieren zum Fall Nawalny. Und im Zuge dieses Interviews wurde ich auf einmal konfrontiert mit diesem Brief hier. Und den kannte ich gar nicht. Und zwar, das ist ein Brief vom 24. September, gerichtet an Dr. Wolfgang Schäuble, den Präsidenten des Deutschen Bundestages. Und wenn man sich die Unterschriften hier unter diesem Brief hier ansieht, das ist das Who is Who der Staatsduma. Also das ist fraktionsübergreifend. Also Hauptunterzeichner ist Wassili Piskarev, der ist von der Fraktion Einiges Russland und ist Chef in der Staatsduma des Komitees für Sicherheit und Korruptionsbekämpfung. Und dann haben aber wirklich von allen Parteien, die es da gibt, Kommunisten, dann Gerechtes Russland, dann auch die Liberalen, also alle Parteien, die es gibt, haben mit unterschrieben. Also es hat ein sehr hohes Gewicht, dieser Brief. Und in diesem Brief geht es darum, dass die russische Seite vorschlägt, eine paritätisch besetzte deutsch-russische Parlamentariergruppe ins Leben zu rufen, also halb russische Parlamentarier, halb deutsche Parlamentarier, um eine parlamentarische Kontrolle zu gewährleisten bei den Ermittlungen im Fall Nawalny. Wir wissen, wer hat ihn denn jetzt vergiftet und wo wurde er vergiftet und wann wurde er vergiftet? Das ist ja die große Frage. Weil wenn man das zusammenfasst, die russischen Ärzte sagen, er ist unvergiftet aus Russland ausgeflogen und die deutschen Ärzte sagen dann, in der Charité hätte man aber das Nervengift gefunden. Also das ist die große Frage, wann wurde er vergiftet, wo wurde er vergiftet und von wem. Und um hier einfach Licht ins Dunkel zu bringen, hat diese russische Parlamentariergruppe diesen Brief geschrieben und eben das Angebot gemacht, paritätisch besetzt, also halb deutsche, halb russische Parlamentarier. Und ganz interessant, dass die Ermittlungen sogar in Deutschland laufen sollen. Also das muss ich wirklich sagen, ist ein sehr faires Angebot, wenn es darum geht, ergebnisoffen Ermittlungen zu betreiben. Und ich habe dann eben, als ich da von Telekanal Svezda angesprochen wurde, auf diesen Brief gemerkt, ich kannte den gar nicht und habe dann recherchiert und dann auf der Seite der Staatsduma gefunden, dass der da drauf ist. Und dann habe ich ungefähr noch 2 Wochen gewartet. Der Brief ist vom 24. September und dann habe ich 2 Wochen gewartet, jetzt so bis eben Ende der ersten Oktoberwoche, weil dem Herrn Schäuble muss man ja Zeit geben, diesen Brief erstens selbst gegenüber der russischen Seite zu beantworten oder b, was es seine Aufgabe gewesen wäre, diesen Brief uns Parlamentariern, uns Bundestagsabgeordneten zur Kenntnis zu geben. Und das heißt aber, 2 Wochen lang ist nichts passiert. Daraufhin habe ich mich gewandt an Herrn Dr. Schlund, der ist Vorsitzender der deutsch-russischen Parlamentariergruppe, also auch fraktionsübergreifend im Deutschen Bundestag, gesagt, da ist irgendwie was nicht so ganz in Ordnung. Und dann hat Schlund das war für Donnerstag, den 8. Oktober, hat Schlund einberufen, eine Videokonferenz zwischen Herrn Piskarev von der russischen Seite und ihm von der deutschen Seite. Und Herr Schlund hat alle Abgeordneten aller Bundestagsfraktionen dazu eingeladen, um eben Licht ins Dunkel zu bringen. Warum hat Schäuble den Brief nicht bekannt gemacht, uns Abgeordneten, was seine Pflicht gewesen wäre? Und warum hat ihn auch nicht beantwortet? Es sind dann leider von allen anderen Fraktionen keine Abgeordneten gekommen. Aber es waren 8 von der AfD da. Und dann haben wir mit 5 Kollegen der Staatsduma diese Videokonferenz
betrieben. Und damit man sieht, dass das auch alles sehr professionell vorbereitet worden ist, also hier der offizielle Übersetzungsdienst, der Sprachdienst des Deutschen Bundestages, hat also dieses Schreiben auch übersetzt, hat Herr Dr. Schlund auch allen Abgeordneten, das sind glaube ich 70, 80 drin, aus allen Fraktionen zur Kenntnis gegeben, aber mit Ausnahme von uns von der AfD kam da keiner. Im Verlauf dieses Gespräches hat sich also gezeigt, dass Herr Piskarev selbstredend davon ausgegangen war, dass wenn er dem Bundestagspräsidenten einen Brief schreibt in dieser eminent wichtigen Sache, dass der selbstverständlich den Brief weiterleitet an uns Abgeordnete. Er war völlig konsterniert, als wir ihm dann sagten, nee, wir kennen diesen Brief offiziell bis heute noch nicht. Ich habe ihn nur zufällig entdeckt durch das Interview, mit dem ich mit diesem Brief konfrontiert wurde, 2 Wochen vorher im russischen Fernsehen. So. Und im Verlauf dieses Gesprächs hat sich auch noch herausgestellt, dass es nach den Worten von der russischen Seite, von Herrn Piskarev, dass es in der letzten Zeit mehrere Hilfeersuchen der russischen Behörden gegeben hat, gegenüber den deutschen Sicherheitsbehörden, Hilfeersuchen mit der Bitte um Zusammenarbeit bei den Ermittlungen im Fall Nawalny. Und alle diese Hilfeersuchen seien nicht einmal beantwortet worden. Und insofern sind wir zum Schluss gekommen, am Ende dieser Videokonferenz, dass dann Herr Dr. Schlund als Vorsitzender der deutsch-russischen Parlamentariergruppe noch Herr Waldemar Heerdt, der eben ja auch russischer Herkunft ist als Russlanddeutscher und ich, wir haben uns dann bei Herrn Piskarev und der Staatsduma wortwörtlich entschuldigt, und zwar für das Handeln von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble, haben wir uns entschuldigt vor der Staatsduma, weil das Verhalten von Schäuble gegen internationale diplomatische Gepflogenheiten verstößt, indem er einen Brief derart wichtigen Inhalts nicht beantwortet und den Mitgliedern des Deutschen Bundestages bis heute vorenthält. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben extrem angespannte deutsch-russische Beziehungen, extrem angespannt. Und gerade über den Fall Nawalny noch mehr angespannt. Und es ist eben nicht bewiesen, dass es die russische Seite war. Deswegen möchte die russische Seite selbst ermitteln, wer es war. Ja, ich sage jetzt, das muss man ergebnisoffen, muss man Ermittlungen betreiben. Aber von deutscher Seite gibt es ja nur Vorverurteilungen. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum die russische Seite von Herrn Dr. Schäuble derart brüskiert wird, indem er selbst nicht antwortet, uns Abgeordneten, die wir dazu da sind, den Bundestagspräsidenten parlamentarisch zu kontrollieren für sein Verhalten, uns auch diesen Brief vorenthält und dass auch die deutschen Sicherheitsbehörden bisher die russischen Hilfeersuchen um Kooperation und gemeinsame Ermittlungen auch ignorieren. Also wenn der deutschen Seite, wenn die wirklich deutsche Interessen vertreten würde, das ist meine Hauptkritik, ein Bundestagspräsident ist die Nummer 3 im Staate nach dem Protokoll. Erst der Bundespräsident, dann der Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, dann der Bundestagspräsident. Alle drei tun ja momentan nichts, um irgendwie zur Entspannung der deutsch-russischen Beziehungen beizutragen. Nein, im Gegenteil. Und dann auch natürlich noch der kleine Vorgeschickte da im Auswärtigen Amt, der Herr Maas, der ist ja auch noch besonders Spannung steigern dabei bei dieser ganzen Truppe. Die tun ja alles, um die deutsch-russischen Beziehungen so nachhaltig zu zerstören, noch mehr Spannung aufzubauen und eben keinerlei Spannung herauszunehmen. Ja? Und hier das Unterschlagen dieses sehr wichtigen Briefes, der deutlich zur Entspannung beigetragen hätte der deutsch-russischen Beziehungen. Also das ist, was hier diese obersten Führungsfiguren unseres Staates hier betreiben, dieses künstlich noch mehr die Brücken Richtung Russland abzubrechen, das verstößt zutiefst gegen deutsche politische Interessen. Ich argumentiere hier ganz klar aus der Seite eines oder aus der Sicht eines deutschen Bundestagsabgeordneten, der ganz klar die Forderung stellen muss an die Regierung, dass es Deutschland besser geht, wenn man mit Russland gut zusammenlebt, als wenn man mit Deutschland schlecht zusammenlebt. Das ist die Lehre aus der Geschichte. Die ziehen doch immer sonst die Geschichte immer her, um alles Mögliche zu begründen. Das ist die echte Lehre aus der Geschichte, dass es im deutschen Interesse liegt,
gute deutsch-russische Beziehungen zu haben und das Unterschlagen dieses wichtigen Briefes in dieser wichtigen Causa Nawalny durch den Bundestagspräsidenten ist ein ganz klarer Affront auf diplomatischem Parkett gegen die internationalen Gepflogenheiten. Und deswegen habe ich heute auch diese Presseerklärung veröffentlicht, weil das muss an die Öffentlichkeit, dieses völlig unglaubliche Verhalten der deutschen Spitze gegen das deutsche Interesse gerichtet in den deutsch-russischen Beziehungen.